muss eigentlich echt eine weitere Holzhütte bauen. So wie es aussieht. Ich gebe dir schon mal einen Auftrag. Es war richtig schön hier an die Küste ran. Eigentlich wollte ich hier später keine Holzindustrie haben, aber was soll ich machen? Ich habe keine andere Wahl. Was ist das hier eigentlich? Ach, auswählen, okay. Ja, das will ich ja nicht. Also dafür, dass die Gesundheit nicht so gut ist, werden die erstaunlich alt, die Leute. Muss man ja ganz ehrlich mal sagen. Der Nahrung aus. Ja, die nähert sich langsam wieder der 3000. Das ist gut, das freut mich. Immerhin schon mal etwas. Aber wir sind noch nicht aus den Gröbsten raus. Wenn ich mir mal die Werkzeuge da so angucke. Das wiederholt sich wieder. Wir rutschen wieder in eine Werkzeugkrise rein. Mann, das kann doch nicht angehen. Es muss doch mal einen Punkt geben, wo das mal ausreicht. Nein, die Leute fressen das schon wieder auf, wie nichts Gutes. Jetzt steuern wir wieder auf die nächste Werkzeugkrise zu und dann wiederholt sich das wieder. Das ist doch scheiße so. So kann ich doch nie Fortschritt machen. Das ist doch blöd so. Holzhacker, Altersschwäche, ja toll. Achso, der wurde schon ersetzt. Letztendlich kommen wir jetzt am Ende dieser Session wieder an die Stelle, wo wir angefangen haben. Das ist genau dieselbe Situation. Nur dieses Mal haben wir eine komplette Zwischengeneration einfach mal komplett verloren. Wegen der Altersschwäche. Ein Förster ist bei einem Höhlen... Was hat ein Förster in einer Höhle zu suchen? Gar nichts. Ein Förster stirbt... Also... Vergiss das einfach. Jetzt gehen nämlich auch die Kinderanzahl wieder zurück. Wieder Förster, Altersschwäche. Ne, ich glaube, das wird sich noch eine ganze Zeit lang so wiederholen. Wie gesagt, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen wirklich das Rathaus bauen. Sonst wird das nichts. Ich werd das jetzt auch mal in Auftrag geben. Das Rathaus. Wir brauchen das Rathaus. So. Wir brauchen wirklich das Rathaus, sonst geht nichts. Es muss eine Änderung herbeikommen. Und solange wir nur unsere Leute auf sich selbst verlassen, wird es nicht klappen. Wir brauchen wirklich zusätzliche Leute, die dann vorübergehend in der Notunterkunft unterkommen. Dann hat die nämlich auch endlich mal einen Sinn. Und dann können wir auch tatsächlich mal richtig großspurig bauen. Also auch mal eine weitere Mine bauen, damit die Eisenvorräte größer werden. Steinbruch mal richtig besetzen und so weiter und so weiter. Dann wird sich das Ganze auch stabilisieren. Aber so kann es nicht weitergehen. Weil sonst dümpeln wir die ganze Zeit im Kreis herum und das hat auch, ist auch nicht Sinn der Sache. Ach, jetzt ist einer der Bauarbeiter verstorben. Und die Lagerhäuser hier, ihr seht es ja, die werden immer leerer.
hoffe, dass das hilft. Birnenernte kann ich mir nicht holen. Birnenkerne. Und die Werkzeugkrise geht wieder los. Jawohl, darauf haben wir doch gewartet. Endlich wieder Werkzeugmangel. Jawohl. Das habe ich doch schon herbeigesehen. Nein, habe ich nicht. Da liegt so viel Eisen neben, ne? Da kümmert sich keiner drum. Da liegt da alles sinnlos rum. Auch das hier verstehe ich nicht. Die haben Bären, aber sagen, sie können nicht arbeiten. Das verstehe ich nicht. Das ist zu hoch für mich. Ja, dann haben wir jetzt halt mal Werkzeugkrise. Aber wir brauchen dieses scheiß Rathaus. Sonst kommen wir hier nämlich gar nicht mehr voran. Also wenn ich das richtig gesehen habe, wird ein Kind in Kürze erwachsen werden. Gut, das Rathaus kann gebaut werden. Hervorragend. Gut. Das Rathaus brauchen wir auch nur einmal. Das ist das Gute. Wenn wir Glück haben, verdienen wir dadurch sogar künftig Geld. Das heißt, wir kommen leichter an Saatgut ran. Das kommt auch noch dazu. Wenn wir Glück haben, läutet das Rathaus die Wände ein. Wenn wir Pech haben, wird genau das Gegenteil passieren. Dann werden wir dadurch so hart kacken gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich weiß, es sind wahrscheinlich die Werkzeuge, die wir zu wenig haben, richtig? Ja. Und das Holz sehen wir ja auch, ist auch gefährlich wenig geworden. Ich werde mal das Brennholz, das werde ich mal runtersetzen auf 500. So. Dann ist es jetzt nämlich gerade voll. Dann werden wir die nämlich mal damit hinschicken. In die Försterei. Dass wir erstmal wieder ordentlich Holz ranholen. Dass wir mal wieder ein bisschen Holz vor die Hütte kriegen hier. Kann ja nicht angehen, dass hier alles kacken geht. Textilien, klar, das ist ein schönes Nebenprodukt. Das bleibt auch. Dann können wir die vier nämlich in die Mine schicken. Dann erholt die sich nämlich auch schon mal vom Personal her. Wichtig ist halt, dass sich das alles erholt. Dann können wir auch wieder die Kräuterleute besetzen. Den Jäger hier, der ist auch untätig. Können wir das alles mal wieder besetzen. Dann kommen wir mal wieder richtig in Gange hier. Auch das Feld hier. Und dann kann ich auch mal ein weiteres, das werde ich mal machen eben. Ich werde mal wieder ein weiteres Feld anlegen hier. Können Sie dann von mir aus, was bauen Sie hier an? Kohl, dann bauen Sie hier nochmal Kartoffeln an. Sobald der Baum umgehauen wurde. Richtig schöne Kartoschkas. So. Dann können sie da nämlich auch mal wieder arbeiten. Aber nicht jetzt. Erstmal sollen sie das Rathaus fertigstellen. Und dann schicke ich die nämlich nicht in die Försterei, sondern ich schicke die erstmal in die Mine, damit wir Eisen rankriegen. Dann haben wir zwar eine Werkzeugkrise, aber wir haben dann wenigstens ein Rathaus. Das ist der feine Unterschied. Dann haben wir wenigstens etwas erreicht. So. Kurz mal Stopp. Stopp. Die ziehen wir alle ab. In die Mine. So. 13 Leute, das sollte erstmal ausreichen. Übersicht, genau. Lager. Diagramme. Nomaden, genau. Darauf freue ich mich schon, dass die kommen. Nomaden nennen die sich. Das ist auch sehr vornehm ausgedrückt. Ich hätte sie eigentlich als zusätzliche Verbande bezeichnet, aber gut. So kann man sie auch bezeichnen. Können wir das nämlich schon mal freigeben? Weil dafür ist die Notunterkunft nämlich auch gedacht.
hauptsächlich. Alter, wir haben innerhalb kürzester Zeit so viel Feuerholz verbraten. Was haben die denn damit gemacht? Zehn Leute haben keine Werkzeuge. Und die Eisenmine ist voll. Jawohl. Sehr schön. Sobald die erste Wanderschaft da ist, ziehe ich sogar in Erwägung, eine zweite zu bauen mit Eisen, damit wir ja genügend Eisen haben. Dass die Werkzeugproduktion endlich mal stabiler wird. Dass wir uns auch den zweiten Schmied dann leisten können. Dauerhaft. Erstmal, solange die Minen laufen. Weil die werde ich sowieso früher oder später neu bauen müssen, leider. Die hält nicht mehr lange. Die hat schon die Hälfte verbraten an Kapazität. Also das heißt, sobald ihr plötzlich mal Wildwest Leute durch den Bildschirm laufen seht und die haben kein Werkzeug drüber oder sowas, dann sind das höchstwahrscheinlich Wanderer. Einwanderer, also Nomaden, wie sie hier bezeichnet werden. Klar, dass sie jetzt rumjaulen, weil die Werkzeuge knapp sind, aber was soll ich machen? Boah, Nahrung, Alter, unter 1000, Leute, seid ihr wahnsinnig. Das könnt ihr nicht machen. Was ist mit der Nahrung passiert, sag mal? Ja, für die beiden ist es leider zu spät. Dann werde ich den Jäger hier wieder in Betrieb nehmen. So. Wir brauchen Jäger. Erntet, Leute. Erntet, was das Zeug hält. Wir brauchen Nahrung. Viel Nahrung. Bergarbeiter, Höhleneinsturz. Diese, da kriegen wir noch mal ein bisschen Holz rein. Wunderbar. Gibt's am Ende doch noch ein bisschen Fortschritt. Das ist doch schön. Zwar um Ecken nicht so viel, wie ich es mir erhofft habe, aber doch ein bisschen was. Blöd ist jetzt halt nur, ich befürchte, dass ich dadurch jetzt meine neue Mine eingearbeitet habe, ne? Wäre jetzt natürlich, ja, habe ich auch. Gut, dann müssen wir die wieder abreißen hier. Das Feld hier, das ist zu groß. Zack. Dann müsste das auch mit der Mine passen. Auch nicht. Nee. Das Feld hier ist auch im Weg. Da war ich zu gierig. Aber hier muss definitiv eine weitere Mine hin. Da führt kein Weg dran vorbei. Oder kann ich hier unten eine bauen? Nee, da ist der Weg. Oh Gott, das ist eine scheiß Position. Also hier habe ich echt beschissen gebaut. Muss ich echt mal so sagen. Echt beschissen gebaut. Und jetzt bricht der Winter an. Oh, die Nahrung. Scheiße. Und das ist Winter.
Na super. Während der Geburt gestorben. Ja, das ist auch toll. Das sind alles Sachen, die kann ich nicht gebrauchen. Altersschwäche ist schon scheiße genug, aber das alles auch noch... Oh, guckt euch das an. Wir haben so viel Nahrungsproduzenten. Reicht nicht. Die fressen, was das Zeug hält, du. Ehrlich. Ja. Also ich fang's nicht nochmal an. Das sage ich euch gleich. Die 18-Part-Marke ist überschritten. Eigentlich sogar schon... Ja, ist überschritten. Das heißt... Wenn die jetzt verhungern, dann ist Schluss. Dann ist Feierabend. Dann gibt's kein Banished mehr. Ganz einfach. Dann gibt's Oblivion. Ob es euch gefällt oder nicht. Oder wenn, wenn es hart auf hart kommt, weil es kann nämlich sein, dass ich bald einen neuen Job habe. Dann kann es nämlich sein, dass es gar kein Nebenprojekt gibt. Dann ist das so. Das kann doch nicht angehen. Wir hatten 10.000 Nahrung. Wie kann das sein, dass wir davon nichts mehr haben? Wir hatten 10.000! Das ist alles weg! Alles aufgefressen! Viel Fraße! Glaube ich ja wohl nicht. Wie kann man so verfressen sein? Habe ich die Bevölkerung nicht mehr unter Kontrolle. Hilfe! Alter Schwäche. Gut, die Felder hätte ich mir hier, die hätte ich trotzdem bauen können. Weil hier passt so oder so keine weitere Mine mehr hin. Passt einfach nicht. Na, kriegt er ja endlich, was er haben wollte. Meine Leute verhungern. Ganz toll. Das wollte ich ihm eigentlich nicht gönnen. Bin ich ganz ehrlich. Weil ich sehe nämlich ein richtig breites Grinsen so. Ja, endlich ist es soweit. Kann ich mir so richtig vorstellen bei ihm. Wenn er das überhaupt noch guckt. Kann nämlich sogar sein, dass er gar nicht mehr guckt. Seht zu, wir brauchen die Nahrung. Das muss man sich mal vorstellen. Wir hatten volle Lager. Und jetzt sind die leer. Oder so gut wie leer. Da ist nichts mehr. Ist alles weg. Durch diese scheiß Altersschwäche ist alles weggebrochen. Eisen kriege ich jetzt mehr als genug rein. Ich kriege keine Nahrung rein. So unglaublich das klingt. Ich werde Leute abziehen müssen. Die als Bauern tätig sind. Ich brauche Nahrung. Ich verstehe halt nur nicht, warum die Leute auf einmal so viel fressen. Ja gut, die haben sich kräftig vermehrt, aber trotzdem. Wie gesagt, Kinder essen nicht so viel wie ein Erwachsener. Das geht einfach nicht. Das ist menschlich nicht möglich. So, und jetzt müssen... Die Ernte ist noch nicht mal zu 50% fertig. Wir müssen schon ernten. Weil wir jetzt schon wieder im Herbst sind. Das ist doch Wahnsinn, sowas. Und vor allen Dingen, man hat auch nicht das Glück, dass es mal einen Winter gibt, wo es gar nicht schneit. Es gibt immer nur harte Winter. Es wurde, glaube ich, mal irgendwie... Ich weiß nicht, wann das war. Ich glaube, es wurde auch mal gesagt von wegen... Ja, es gibt auch mal Winter, wo es nicht so hart ist. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Keine Ahnung. Aber damit werden wir hundertprozentig keinen Winter überstehen. Eigentlich wollte ich auch schon längst Schluss machen. Aber so in einer Krisensituation kann man nicht einfach Schluss machen. Oh Leute, die Nahrung wird nicht reichen. Das ist viel zu wenig. Und die Gesundheit geht auch runter.
Das ist zu wenig Nahrung. Das wird nicht reichen. Tja, das war's wohl. Das kann ich nicht mehr retten. Es bricht uns die Bevölkerung so unglaublich weg und dann vermehren sie sich schneller, als ich gucken kann. Also es geht eigentlich nur zwischen Extreme. Da gibt's nichts zwischen. So, jetzt lass den scheiß Winter vorbeigehen, damit die anfangen können zu sehen. Das ist echt wichtig. Dann müssen wir als nächstes unbedingt zusehen, dass die Kräutersammler wieder ihre Arbeit aufnehmen. Weil die Gesundheit muss wieder hoch. Mann, du blöder Winter, geh schon vorbei. Ich brauche auch noch einen weiteren Werkzeugmacher. Ich weiß nicht, wie ich das alles aufarbeiten soll. Der Winter ist aber so gut wie vorbei. Wir haben ihn gerade so überstanden. Aber es darf jetzt auch die nächste Zeit keiner mehr sterben, bis die Nahrung einen soliden Stand erreicht hat. Und gleichzeitig müssen wir die Kräuter unbedingt mal wieder hochkriegen. Ich sag ja, viel zu viele Baustellen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das Problem ist, jetzt haben alle kein Werkzeug. Ich würde ja gerne auf Stahl gehen, aber ha! Ah, wie denn? Stehen bleiben. Danke. Weil der kommt nicht hinterher alleine. Wollen wir mal überlegen. Der soll eigentlich für 150 Leute ausreichend Werkzeuge liefern. Das sind, und wir sind weit von 150 entfernt. Na immerhin, jetzt gehen die Kräuter mal wieder ein bisschen in die Höhe. Die Nahrung, die hält sich momentan einigermaßen, aber sie muss stabiler werden, das reicht nicht. Gut, die Gesundheit geht schon mal wieder ein bisschen hoch. Sehr schön. Bergarbeiter, ein Höhleneinsturz. Toll. Jetzt, wo er merkt, scheiße, der kann keine Verluste mehr hinnehmen durch Altersschwäche. Ja, lassen wir uns ein paar Katastrophen einfallen. Mhm, toll. Das hilft mir nicht weiter. Alter Schwäche. Nee, Holz brauche ich wirklich nicht. Holz erholt sich. Genauso wie das Feuerholz. Ich glaube, die Nahrung erholt sich jetzt gerade ein bisschen. Ei, 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 ei. Es liegt noch viel vor uns. Ich hoffe, dass wir das retten können mit der Nahrung.
Ich bin mal gespannt, wann die ersten Nomaden eintreffen. Es wird wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, bis sie kommen. Aber fest steht, ich hätte das Rathaus schon viel früher bauen sollen. Interessant ist, dass eine Mine eine Schmiede abdecken kann, aber nicht zwei. Wie viele passen da rein? Zwei. Da auch zwei. Dann gebe ich die beiden noch zusätzlich frei. Kohl. Siehst du, dann können wir das nämlich auch schon mal abdecken. Und Kartoffeln. Kommen da nämlich nochmal zwei rein. Dass wir die Nahrung wieder hochkriegen. Nahrung ist momentan das Allerwichtigste. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich speichere das eben nochmal mit euch zusammen ab. Das ist das Aktuellste, ne? Ja. Dann überspeichere ich das hier mal. Und dann würde ich sagen, liebe Leute, ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen, auch wenn der Frustfaktor heute bei mir ziemlich hoch war. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao. Auf bald, bis bald und tschüss. Und vor allen Dingen, bleibt mir gewogen.